Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4 und wir sind da wohl gerade dabei, das schwarze Schaf zu verfolgen. Au. Du wurdest entdeckt? Was? Ich bin doch gerade erst auf die Straße gekommen. Wie soll ich denn bitte sehr verfolgen? Ohne mein Fluggerät, weil das haben sie mir nicht hingestellt, das haben sie mir wieder weggenommen. Aber naja. Wenigstens muss ich dann nicht mehr einen auf ich tarne mich machen. Der weiß, dass ich da bin. Ich darf euch leider nicht töten. Aber ich gucke euch gerne zu, wie ihr fahrt. Ich bräuchte ein paar bessere Klamotten, ey. Ich habe echt schon... Meine Klamotten sind schon ziemlich im Arsch. Huh. Hab gar nicht gesehen, dass ihr abgebogen seid. Das ist voll kacke, ich darf mich nicht wehren, ich darf nur zugucken, wer fährt. Ich hab nicht mal ein Radio. Oh, töte den Schmuggler. Das kriege ich doch hin mit meiner Golden Gun. Jo. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen blöd, bei der Golden Gun. Von wo? Die alle von da vorne? Lebt hier noch jemand? Irgendwer lebt hier noch. Ach nee, das ist ein rotes Blatt. Die haben mich verarscht. So, den untersuchen wir doch mal. Gut. Zeit für die Golden Gun. Ich muss ja auch einsetzen, was ich habe, ne? Ach, jetzt dürfen wir endlich mal in so ein Gemäuer rein. Okay, ohne Visier ist das übrigens scheiße. Ah, das ist schon viel angenehmer. Ja, ich wurde schon gesehen, Dreck. Scheiß Golden Gun. Ja, ich hätte auch mit Pfeil und Bogen arbeiten können, da habt ihr recht. Also mir, das Spiel hat mich gerade übrigens beleidigt. Wer es nicht mitbekommen hat. Ich habe gesagt, du bist scheiße, benutzt doch die Bogen. Okay, ich kann wieder benutzen. Du brauchst Pflanzen, um Spritzen herzustellen. Die Leistungsstärke, Boots bieten, im Fähigkeitenmenü, bla bla, freischalten, okay. Kann gar nichts machen. Verarscht haben die mich. Verarscht? Was soll ich denn jetzt machen? Mich verarschen? Hier ist doch nichts. Achso. Blutdiamant. Entkomme mit dem Blutdiamant. Ja, das ist ja wohl jetzt kein Problem, oder? Wo ist der Ausgang? Hilfe! Oh Mann. Ah. Ah, alles voll mit den Jungs. Ja komm, versuchen wir es nochmal. Muss ja wohl irgendwie hinzukriegen sein. Ordentliches Visier wäre aber auch nicht schlecht. Schüsse? Leichen? Haha. Was? Alle haben einen Hut? Er hat gerade gesagt, alle haben einen Hut. Ich geb dir gleich einen Hut. Ups. Das war nicht damit gemeint, aber okay. Okay. Das gibt immer ein XP, ne? Komm, nehmen wir mal den Drogenwagen. Huch. Meine Golden Gun. Huch, ich hab... Achso, ich hab einen vierten Platz bekommen. Ah, das erklärt so einiges. Das ist definitiv interessant. Au. 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 Alles gut. Dem geht's gut. Er ist vielleicht ein bisschen verletzt, aber ansonsten... Ich glaube, da ist Wasser. Ja. Aber wir können auch so... Ein bisschen schwimmen. Ein bisschen schwimmen tut gut. Na, willst du mich verfolgen? Oh, du kannst nicht schwimmen. Das tut mir aber echt leid für dich. Ich glaube, der will einmal rumlaufen.
Halt! Das war ein Sniper. Arschloch! Finde ich jetzt gar nicht nett. Der zielt immer noch auf mich. Guck dir das an! Aber seine Reichweite reicht nicht aus. Okay, wir schwimmen also einmal komplett durch. Und da ist ein blaues Blatt, das nehmen wir mal mit. So. Dann können wir auf jeden Fall die Spritze Jagd herstellen. Können gleich mal gucken, ob sie wirkt. Ist ehrlich gesagt nichts, aber wir können immerhin eine Fähigkeit freischalten. Kosten 4, können wir nicht. Aber bald. Huch, was haben wir denn hier? Ein Propaganda-Poster. Ja, wo bist denn du? Ja, wo bist denn du? Hallo? Wir nehmen mal ein paar Pflanzen mit, wir haben genug im Beutesack. Genug Platz. Hä? Ah, die Glocke! Ist ja noch besser. Hä, ist ja noch besser. Gut. Wingsuit! Oder auch nicht. Aber finde ich gut, dass er jetzt nicht mehr stundenlang erstmal ins Wasser fällt. Und dann wieder hochkommt. Und wir haben Karma Level 4. Neue Schützenhilfe-Upgrades. Benutzen wir nie, werde ich auch nie benutzen. Es ist eine Taktik für mich, die überhaupt nicht relevant ist. Ich bin ja jemand, der gerne alleine spielt. Deswegen auch ich nicht so viele Togethers mache. Weil einfach die Planung finde ich halt besser. Alleine. Eine kurze Jagd. Mission beendet. Was ist das? Sabajits Versteck. Sabajit hält mich für dumm, aber ich weiß von der kleinen Höhle hinter seinem Haus, wo er sein Geld versteckt. Sabajit glaubt, nur weil er seinen Scheiß selbstgebrannten an Kapitän Nav und seinen Royal Army Idioten auf der Insel gibt, sei er in Sicherheit. Sabajit wird heute Nacht mit dem Boot rausfahren. Sabajit wird heute Nacht ein feuchtes Grab finden. Willst du mir damit sagen, dass irgendwo unten im Wasser eine Leiche liegt, die ich plündern kann? Ich glaube nicht, dass wir die finden. Er ist irgendwo auf dem Weg zur Insel gewesen, ne? Das heißt, er muss von hier nach da irgendwo sein. Halten wir mal Ausschau. Vielleicht finden wir eine Leiche. Wäre auf jeden Fall sehr lustig. Alter, wie wenig Luft hast du eigentlich, mein Freund? Elefanten. Nö, vielleicht hat er den gar nicht erst erwischt. Schade. Wir lassen mal die Elefanten sein. Vor allem, der geht einfach ins Wasser. Gut, unser nächstes Ziel. Wir könnten die Fashion Week machen. Wir könnten auch ein paar Karten gleich kaufen, das ist auch eine gute Idee. Oh. Oder wir gehen dahin. Könnte nämlich noch eine Maske sein. Alles gut. Braucht keine Hilfe, aber ich könnte euer Boot gebrauchen. Hallo Jungs. Würdest du bitte? Würdest du bitte? Entschuldigung. Entschuldigung. Würdest du bitte? Ja. Das kommt davon. Alter, ich will euer Boot haben. Dankeschön. Selber schuld, wenn die mir ihr Boot nicht geben. Ich hab doch keinen Bock, hier die ganze Zeit wieder durchzuschwimmen. Ui, an Land gelaufen. Sehr gut. Die Brennerei und ein Puster. Aber hier scheint sonst nichts zu sein. Drei Punkte, drei Punkte. Ne, hier ist kein Fragezeichen mehr. Das ist ein bisschen strange. Also Fragezeichen ist natürlich ein unentdeckter Ort, klar, logisch. Na gut. Wir sind schon mal hier drüben. Wir wollen allerdings hier runter und können auch gleichzeitig noch das machen, was ich kaufen wollte.
Irgendwas wollte ich machen. Was wollte ich beim Kaufen machen? Erinnere dich, Zero, das war wichtig. Ich weiß, dass das wichtig war. Was wollte ich machen? Was wollte ich im Shop machen? Dreck. Verkaufen wir erstmal die Ware. Karten. Ich wollte nach Karten gucken. So, ich glaube, die schalten wir... aktualisiert die Weltkarte mit Fragezeichen interessanten Orten. Okay. Können wir alles kaufen, ne? Können wir alles kaufen. Es gibt wieder unendlich Karten. Wir haben auch ein bisschen Kohle, komm. Geben wir aus, was wir haben. Hier, die müssen wir übrigens noch freischalten. Und zwar aktualisiert die Weltkarte mit den Fotoorten von blablabla sammelbaren Gegenständen. Ah, gut. Aber steht nicht, wie ich das freischalten soll. Na, egal. Achso, freigeschaltet. Okay. Wir haben jetzt keine Kohle mehr. Aber wir gucken mal auf die Karte. Was haben wir so schönes freigeschaltet? Wir haben da eine Maske unten. Wir haben da noch ein paar Sachen. Alter Schwede. Guckt euch das an. Fragezeichen ohne Ende. Alter Schwede. Oh mein Gott. Okay. Da haben wir einen Brief. Es tut mir leid, Freunde, aber wir müssen das Ganze einsammeln. Wir müssen das Ganze einsammeln. Aber wir machen erstmal Fashion Week. So. Lass mich durch. So, benutze Sprengstoff, um den Dunkelwasserdrachen, den seltenen Tigerfisch, für Mr. Cliffin Design zu fangen. Sprengstoff? Mr. Chiffon, ich habe ein Design gefunden. Ist das so eine Art gepanzertes Hippack? Schön, dass es dir gefällt. Es besteht aus Tigerfisch. Ich habe das Gefühl, als würden Schuppen dieses Jahr ein großes Comeback feiern. Eigentlich bin ich sogar sicher. Ich habe einen Fischer angeheuert, einen speziellen Teil des Flusses zu bewachen, damit uns niemand zuvorkommt. Du kannst mir später danken. Danke, schätze ich. Gern geschehen. Ups. Er sollte alles haben, was du für deinen Angelausflug brauchst. Ein Bot, eine Kühlbox für Shangri-Lager und so viel Sprengstoff, wie du dir nur wünschen kannst. Sei grimmig, RJ. Na schön. Wir müssen also Sprengstoff benutzen. Interessant. Okay. Scheiß auf die Golden Gun. Wir müssen den damit jagen, ne? Mit einer Jagdspritze kannst du Tiere in der Nähe leichter... Ah, gut, das ist zu spät dafür. Aber wir haben hier noch ein Fragezeichen nebenan. Ah, wir haben den Ort entdeckt. Mehr wollte ich gar nicht. Wir landen doch sowieso dann oben, ne? Ich meine, das war immerhin eine Abkürzung. Awesome. Wenn wir die ganzen Fragezeichen entdecken... Ach, verdammt, jetzt bin ich doch hier. Wenn wir alle Fragezeichen entdecken... dann sehen wir auch die Welt gemeinsam. Ist das nicht schön? Ich meine, die Welt ist riesig. Es wäre doch zu schade, wenn wir irgendwas vergessen oder so. Okay, das Fragezeichen ist anscheinend noch da. So, Yalungszahn. Ist hier eine Maske versteckt? Aber Fische, aber die will ich nicht. Die will ich nicht. Wir brauchen ein seltenes Tier. Ich werde... Wollt mich verarschen da hinten oder was? Ihr wollt mich von hier aus gesehen haben? Das halte ich für ein Gerücht. Das halte ich für ein Gerücht. Wir werden uns auf das Boot begeben. Ich glaube, ich empfinde das für ein bisschen leichter als mit dem Flugschiff. Bist du das seltene Tier? Du bist verdammt groß. Wir nehmen den Hubschrauber. ja.
ich empfinde, ist mit dem Hubschrauber ein bisschen leichter. Aber der war doch auffällig groß, ne? Der war auffällig groß. So, ich glaube, wir brauchen den hier. Ja, danke für nichts, Spiel. Ja, wir können drei herstellen. Sehr schön. Aber noch nicht. Krieg ich mein Messer wieder? Ah, Wurfmesser. Sehr schön. So, ich glaube nämlich, dass unser schöner Dunkelwasserdrachen einer dieser großen Fische ist. Und der eine war ja wohl extrem groß. Also extrem größer als der Rest. Ich vermute mal, das hat was mit ihm zu tun. Gut. Mag sein, dass wir zum Stützpunkt hier zurückkehren müssen, falls uns die Munition ausgeht. Gut. WTF? Was habe ich getan? Ich bin aus Versehen ausgestiegen. Oh, das Boot könnte ich gebrauchen. Ich danke euch. Aber ich muss den erstmal reparieren, ne? Sag mal, willst du mich verarschen da hinten oder was? Ach komm schon. Also, das ist doch nicht dein verdammter Ernst, Mann. Der macht mich kaputt. Toll, das Boot brennt schon. Ja, das ist explodiert. Danke für nichts, du Arschloch. Du gehst mir voll auf die Nerven. Ist mir egal, ob hier tödliche Fische sind, die mich gleich umbringen. Ich werde zu ihm rüberschwimmen. Ja. Oh, dein Arsch gehört mir, mein Freund. Dein Arsch gehört sowas von mir. Arschloch. Ja gut, nehmen wir das kleine Boot hier. Habe sonst nichts Besseres zu tun, als mit einem kleinen Boot zu fahren. Dreck. Ach, jetzt haben wir es hergestellt. Ich will das Ding nehmen. Hä? Geht doch. So, wo sind jetzt die pussierlichen Tierchen? Ah ja. Sind da hinten alle? Du bist es nicht? Vermute ich mal, nein. Du bist doch größer als der Rest, oder? Nee. Was bist du für einer? Ja, du bist es auch nicht. Du auch nicht. Okay, wir haben die Grenze erreicht. Ich will umdrehen. Wir hatten die doch schon mal gefunden, ey. So ein Dreck, ja auch. Und seine Größe kann ich gar nicht einschätzen, aber ich habe so die Vermutung, dass es der da hinten ist. Oh ja, du bist es, mein Freund. Müssen wir ihn noch bekommen, ohne zu sterben. Alter, wie soll ich den denn bekommen? Ist er tot? Ey, müsst ihr ja wohl... Der ist noch nicht tot. Krepiere! Alter, willst du mich verarschen oder was? Wie soll man den denn töten?
Wie soll ich den denn erwischen, Alter? Der ist zu nah dran. Wie soll man den denn erwischen? Holy shit. So. Ist meins. Au. 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 Ah. Alter, haben die sich aber schnell um mein Boot versammelt. Krass. So. Müssen wir dazu 10 kommen? Oder haben wir den noch gar nicht? Kann sein, dass wir den noch gar nicht haben. Dickhaut. Besorge, bla bla. Krüters Fisch. Dickhaut. Das war nicht Dickhaut, ne? Nee, wir haben den noch gar nicht. Naja. Umsonst war es nicht, Freunde, umsonst war es nicht. So, schauen wir uns mal um. Wir sind hier, wir werden auf jeden Fall... Ach, das ist oben, ne? Wie soll ich denn da hochkommen zum Camp? Wir werden, glaube ich, hier hin müssen und dann von da aus hoch, weil ich glaube nicht, dass wir einen Weg hier hoch finden, oder? Weil das ist ja echt, das sind die Berge. Wir schauen uns das Ganze mal an, wie wir anscheinend hochkommen sollen. Und dann sehen wir uns morgen wieder, indem wir herausfinden, wie wir da hochkommen. Vielleicht fliegen. Wäre definitiv eine Möglichkeit. In dem Sinne, haut rein, euer Zero. Tschüss.